Okay, dann mach einfach mal. Herzlich willkommen zurück zu I Wanna Kill the Guy. Heute mit Special Guest Jochen an der Schlubbedino am Start. Nochmal großen Dank an Markus und Dori dafür, dass sie uns den gemacht haben. Wenn ihr unser Best-of gesehen habt, daher ist er. Ja, da spielt er quasi in die Hauptrolle. Und so. Der nicht spielt, der darf mit dem spielen und der Simon macht jetzt hier weiter. Ja, der so. Eigentlich muss er schießen. Die Musik ist weg, eigentlich muss ich auch eher schießen. Pam. Oh. Hey, it's you. Ich spreche die Tussi. Ich spreche die Tussi, du sprichst ihn. Ah, you made it! Excellent! Excuse me for being here for like earlier. I was just starting and it was all. Oh, what's happened to everyone? I'm Mickey Mouse, the big guy. Yeah, I saw that with Mimi. Also, there's a group called the Council behind this. They plan to overthrow the title and rule the world. But you can defeat them with my help. Why can't I just live in peace? And what next to me leads to one of the members? Oh, was weiß ich. I'm sure you can win. Natürlich können wir das. Ja, musst du jetzt in den Warp... Was ist... Stopp, bevor du jetzt in den Warp gehst, was ist mit der blauen Rakete da hinten? Langsam. Nice, drauf. Drauf? Ja, auf die Rakete. Da muss es irgendwo jetzt ein Geheimnis geben, 100%, oder? Oder meinst du, wenn man den Boss besiegt hat... Ja, Let's ride. Nochmal zurück, genau, ganz zurück. Ah, das ist jetzt aber eine ziemlich tricky Action, die wir hier gerade anbauen. Ja, ist so witzig. Und durch, einfach durchfahren. Nein! Ich bin gerade die gefahren, Scheiße. Da war schon wieder die Wand da, ja. Vorsichtig. Oh, vorsichtig. Jetzt zurück. Geh einen Tick zurück. Da ist ein Ding. Und einfach durch und den Knopf nicht berühren. Und jetzt hoch! Ja, genau. Das Alter, haben wir gesehen. Alter! So geil. Coins! Nice, also wenn das nicht mal stark von uns jetzt war. Jetzt da rein. Jetzt fahr da rein. Ja, okay. Gut, es waren nur 3 Coins, aber dafür können wir uns später nochmal ein bisschen Goodies kaufen. And here comes the boss fight. Whee! Möchtest du, ja, willst du versuchen? Also bewegen und ich schieß? Ja, warum nicht? Ja, weil unsere... Cool. Meinst du, es kommt Boss fight? Boss 2 unfinished. Next version, I swear. Ach, okay, ja, da hatte ich was von gelesen. Der Boss aus Chapter 2 soll wohl, ja, soll nicht fertig sein. Ja, schade. Guck mal, aber wenigstens haben wir die drei Kristalle. Gut, 3 Münzen fehlen aber wieder. Standard. 2 von 2 Kisten. Wo haben wir denn in Chapter 2 Kisten aufgemacht? Das sieht aus wie die City, Chapter 3. Chapter 3. Endlich. Gut, schade, dass der Boss halt noch nicht da, also dass wir jetzt keinen Bossfight hatten, aber gut. Machst du nichts. Den holen wir dann nach. Ja. So! Vielleicht kommt aber jetzt der Dancing Boss. Oh, warte, geht man nicht nach rechts? Ja, aber ich hab gedacht, random. Oh, hier, schön. Ey, vielleicht kommt der Dancing Boss falsch schon. Kann man da irgendwo rein? Kann man irgendwas machen? Alter, ich glaub, ich... DJ Stray. Ey, vor allem die Mucke. Rein. Die Mucke ist ja richtig geil. Ja, was ein Ding, ey. Ich würde die Mucke trotzdem nicht verändern. Sorry. Ach, da ist er wieder. Unlock die If-Abfrage. Guck mal, wie weit ich immer gehe. Das ist in die Mitte. What the fuck? Nee, hier kann man nicht rein. Ich dachte hier eigentlich so. Die ist doch offen, das ist die einzige Tür, die offen ist. Ach, siehst du mal. Guck mal, safe. Schade. Hello, where is everyone? Ah, das bist du, sorry. They all ran away. Damn that guy. Guy, me? Huh? No, one of the council members. Oh, can you tell me where he at? He's at. Where he's at? Are you crazy? You would die, kid. Please, this is important. Well, I guess I could, if you help me first. Can you destroy 3 satellites placed on the rooftops? Natürlich. Well, I guess I can check it. Good, see you soon then. Okay. Erstmal den Shit da einsammeln. Was wahrscheinlich wieder nicht geht, oder? Was sind das für abgefahrene Blöcke? Also wir müssen gehen nochmal Satelliten, raus. Ja vielleicht. Also die Satellitenschüsseln. Na ja, gut, da sterben wir wieder. Ja, aber geh nochmal rein, vielleicht ist die jetzt weg, weil wir haben ja gerade eben im Haus gesaved. Also die ist so schnell. Alles andere ist zu, vielleicht ist jetzt eine andere Tür offen. Mhm. Ah, nice, easy. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch das System. Mach ich die erste. Gut. Beim Sprung, ich fasse es nicht. Beim ersten Sprung, oder? Ja.
Hallo! Das war ein gefallener Sprung, das gilt nicht. Da musst du also ein Doppelsprung. Oh, das war, also das hätte ich jetzt nicht so schnell gecheckt, würde ich sagen. Rein. Nice. Das ist aber nochmal eine sehr schöne Welt, muss ich sagen. Lassen. Mal safe rein. Hallo, warum kommt die Rakete so spät? Ist da rein. Very good. Ah, und oh, da. Shit. Und das ist ja, dann. Da muss dann. Babaram. Ich bin unfähig. Alter. Ich verstehe deine Taktik jetzt auch noch nicht, aber vielleicht klappt's. Sag mal. Kann nicht sein. Oh ja, das war. Shit. Da habe ich nicht irgendwie reagiert. Versuch doch mal bitte, auf die schwarze zu landen. Jetzt spring. Das ist gut. Das war auch gut. Okay, sehr schön. Alter. Safe. Cool. What the fuck is this? Das ist aber nicht so schwer, oder? Ach, das Blöde ist, du kannst immer nur an Stellen springen. So, da kann man springen, ne? Mhm. Ach, also, so weit warst du noch nicht. Das Problem ist, wenn du jetzt springst, bist du tot, ne? Ja. Das Ding löst nicht aus, wenn du einen Falljump machst, ne? Also du lässt dich jetzt da in die Lücke fallen und springst einfach da über den Mini-Abgrund. Stimmt. So, weiter, weiter, ja, ja. Okay, und jetzt schräg rüberspringen einfach, du landest ja dann, genau. So, nicht springen. Jetzt lässt du dich... Und dann hier drauf. Genau, auf den, also du lässt dich jetzt fallen und springst auf den, genau, weil der löst ja dann auch wieder nicht aus. Also ja. Um die Ecke fallen lassen. Yes! So, und... Jetzt? Jetzt hier oben drüber springen, Alter. Nee. Scheiße. Denk lieber länger nach. Ja. Au! So. Shit. Du kannst nochmal runterfallen. Nein. So. Alter. Okay, jetzt kannst du gehen. Mit einem Doppelsprung hoch. Oh. Nein! Oh Gott, war das traurig. Alter. Ach ja, übel, ey. Deshalb werden die Aufnahmen immer so lange, wegen so Fehlsprünge. Einen schönen Longi-Doppelsprung. Yes. So. Jetzt überlegen. Wieder fallen lassen, springen. What the fuck? Mann! So, warten. Was? Oh Mann! Guck, das ist so scheiße. Da musst du halt früher rechts nach rechts rüberziehen. Das ist voll der Scheiß. Aber auch nicht zu früh, sonst ballerst du wieder rein. Oh. Ich bin früher rüber. Ja. Oh mein Gott, ey. Oh. Nein! Oh mein Gott! Oh, boah, Alter, worst death ever. Du kannst jetzt für die Münze einfach einen Doppelsprung da oben drauf machen, ne? Auf die Wand. Mach das mal. So, jetzt ist ganz wichtig, du musst jetzt noch einmal springen, also einen richtigen Sprung machen, dann kannst du auf den Stachel springen. Also du springst jetzt, du darfst dich nicht... Oder lass mich lieber fallen und geh halt auf den zweiten hier. Ja, ist egal, von welchem du ausspringst. Du musst jetzt, wichtig ist, du musst jetzt einen richtigen Sprung machen. Spring einfach jetzt hoch und drück nach rechts. Das... Wie ist egal? Nein, ist nicht egal. Wegen dem Zurückspringen. Ah. Random Sasse? Warte mal. Nein, ist du machst es so. Nein. Du springst jetzt hoch. Wirklich hochspringen, dass der auslöst. Landest auf dem. Dann ist ja der weg. Ne? Dann springst du da drauf. Dann springst du auf den hoch. Dann verschwindet er. Und er ist da. Also springen jetzt. Nein, das geht ja gar nicht. Oh Gott. War da echt ein Ding? Ja, da war echt ein Ding, ey. Scheiße. So, jetzt machst du deine Taktik, genau. Jetzt kannst du das so machen. Was denn? Alter, was ein Flash-Screen? Da kannst du ja überhaupt nicht reagieren, ey. What the fuck? Yes! So. Alter, so. Und jetzt pass auf. Du musst jetzt wieder einen Fallen-Lassen-Sprung machen.
Ja, ja. Wohin? Ja, ja, klar, muss ich. Aber wohin dann? Hier drauf. Oder soll ich hier unten hin? Nee, warte mal. Nee, warte mal. Bringt nichts. Warte mal, warte mal. Na, nochmal einen neuen Abonnenten, dankeschön. Super. Gruß an Christoph Klein. Hallöchen. Der Christoph. Also hier rein lässt sich fallen und springst da rein. Genau, das machst du jetzt mal. Und dann? Alter. So, okay. So, und jetzt müssen wir wieder einen richtigen Sprung machen, ja? Naja, ich raff's gar nicht. Boah, soll ich jetzt hier zurückspringen und dann von hier, hier oben drauf? Ja, ich glaub, das ist richtig. Das ist er. Alter, das ich glaube, ich verkacke jetzt den Sprung hier. Nein! Aber wenigstens schön. Weißt du, wenigstens eine Ankündigung. Heieiei. Oh Mann. Gut, aber in dem Moment, wenn ich da sagen würde, ich mach das jetzt, da würde ich genauso verkacken, weil das ist ja echt dann so ein Moment. Oh. Ja. Ja, und jetzt, wie du gesagt hast, fallen lassen, springen. Ja! Also das war starkes Ding, ey. Lass mal, gute, lass mal Gutes checken. Verbindung verloren. Ey, überleg mal, du hättest die Verbindung hier in dem Sprung verloren. Stimmt, das wäre super gewesen. Du wärst da reingelaufen und da hättest du nicht mehr springen können. Das wäre so asozial gewesen. Jetzt? Ja, ich glaube, wir müssen mal neue Batterien da reinmachen. Hm. Wir machen einen kurzen Jump-Cut, gucken uns gleich die Goodies an. Surprise, Motherfucker. So, guck mal da. Du schießt eventuell gleich. Du darfst schießen. Was? Du darfst doch schon schießen. Ich habe gerade mit Jochen gearbeitet. Nichts machen. Das Ding kommt genau da, wo ich stehe. Also ich spring jetzt ein Stück nach rechts und du schießt. Okay, ja. Mit dem Einfachen. Und das war random. Okay, du schießt mal da rein. Ja doch, es geht das aber. Geht. Das geht. Shit, da hättest du nochmal schießen müssen. Da, da wir sollten mal, wir die sollten Map erst mal die Map analysieren und nicht so weit spielen und dann sterben. Scheuert, ey. Oh nee. Du bist, ja. Mhm. Ja. Oh. Nochmal. Nein, ich dachte, ich hätte mich getroffen. Krass, ich hätte euch nicht getroffen. Der war knapp. Der war knapp. Nein. Nein. What the fuck? What the fuck? Das war's für die heutige Episode. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ah ja, das meinst du, das ist so ein Trickery-Ding? Ich spring da rein und dann verschwinden die einfach. Meinst du? Ja, und man darf dann nur nicht oben gegen die Blauen fahren. Ja, okay, dann mach einfach mal. Nee, jetzt mal. Ah. Wir dürfen keinmal springen. Oh nee, oder? Ja, wir dürfen nie springen, ja klar, wie soll das funktionieren? Das geht aber. Nein. Oh doch. Okay, jetzt haben wir schon mal verkackt. Jetzt, willst du mich jetzt verarschen? Ja. So, fallen lassen, springen. Ach du Scheiße, er hat recht. Nee. Oh mein Gott. Nee, boah. Aber wie sollen wir das denn jetzt aktivieren? Alter, das ist die Stelle doch viel schwerer. What the fuck? Ich habe schon gedacht, das ist ja eigentlich ziemlich easy. Dann lass uns springen hoch, blam. Ja! Oh, ist das scheiße! Ist das scheiße! Das ist ja. Ja gut, den haben theoretisch ändert sich. Nee. Was ist hiermit? Ja, direkt. Rüber, hier rüber und dann. Alter. Fein, wie asozial, bis man das rafft. Ne? Also, okay, bist du bereit? Ja. Ist doch nie mehr. Nee, Quatsch. Der letzte ist okay. Man rennt dann nämlich schnell. Der letzte Sprung bringt das Ding zum Fallen und dann musst du durchrushen. Okay, ist okay. Das wäre wirklich gedacht, nicht möglich gewesen. Ja. Ich bin so ein Idiot. Okay, versuch's. Nein! Okay. Nein! Oh Gott! Oh Gott, Stein! Warum überlegen wir uns sowas nicht vorher? Das kann doch nicht sein. Okay. Schieß! Bam, bam, bam!
jetzt wieder runterfallen. Wo konnte man saven? Da. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns die Goodies an. Ja, was haben wir denn gekriegt hier? Shy Guy Head. Guck mal, müssen wir den Scheiß hier ablegen, ey. Nice. Das ist der Shy Guy aus Mario. Der aussieht ja voll gruselig. Das ist ein Serienmörder. Hier sind wir durch. Jetzt ja. Hier. Ja. Wie viel Schaden? Das waren nur 3 Satellitenschüsseln, oder? Die reagieren bei jedem Scheißsprung. Ja, weil muss ja, ne? Yeah! Hey. Warte mal. Ah ne, so viele Sprünge habe ich jetzt noch. Ja. Yeah! Ja? Oh, random. Oh. Nochmal. Word. So. Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Also ich finde die aktuelle Welt nochmal ziemlich cool, muss ich sagen. Jeden Fall. Und wie gesagt, wir wissen ja, dass uns am Ende der Welt ein Dance-Boss-Fight erwartet. Also das wird ein absolutes Spektakel, hoffe ich. Ja. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo, richtig, etc. Simon hat noch ein paar Infos, gibt's auf Facebook, Instagram, Twitter, blablabla. Wisst ihr ja alles. Und damit sagt dann der Jochen. Und der Simon sagt, haut rein.